Hallo zusammen Leute, zu diesem neuen besonderen Video aus Automobilista 2, wo wir heute das allererste Mal den McLaren von 1988 von Senna über die historische Strecke in Montreal in Kanada jagen werden. Und zwar in einer kleinen Pole-Lap-Challenge, denn Senna hat in diesem Jahr eine Pole-Zeit rausgehauen auf dieser Strecke von 1:21.681. Und da wir hier in Automobilista 2 den identischen Track, also das gleiche Layout, hier fahren können, dachte ich mir, wir machen mal eine Pole-Lap-Challenge auf einer Strecke, die genau identisch von damals ist und schauen, ob es hier möglich ist, diese Zeit zu bieten. Und wir gehen direkt rein in diesem mega, mega coolen Renner. Let's go! Und hier haben wir unser legendäres Gefährt, der McLaren von 1988 von Ayrton Senna mit 675 PS und 6-Gang-H-Schaltung. Wir gehen mal kurz in den Showroom rein, denn dieses Ding ist mal wieder so gut detailliert umgesetzt von Automobilista 2. Fast schon besser wie damals in F1 20 die Details von diesem Auto und sieht auch tatsächlich ein bisschen anders aus, wenn man es gleich auf der Strecke sieht. Und hier haben wir die Strecke von Kanada so, wie wir sie kennen, mit 14 Kurven. Aber 1988 hatte die Strecke noch 2 Kurven mehr und zwar eine Casino-Section. Und das werden wir gleich sehen, wenn wir jetzt die Strecke kennenlernen. Wir gehen direkt rauf auf die Strecke. Let's go. Und da sind wir. Wir sind bereit in der Box. Wir haben genau 3 Stunden Zeit hier, um dieses Auto kennenzulernen und um die Pole-Zeit zu schlagen. Und wir starten jetzt mal den Motor. Das allererste Mal geht das Fahrzeug an. Der 88er McLaren. Und los geht's. Erster Gang rein, raus auf die Boxengasse. Auf das alte Layout von Montreal. Und hier die Boxenausfahrt ist tatsächlich auch ein bisschen anders, wie wir sie von heute kennen. Da geht es nämlich hier vor der ersten Kurve geht es hier schon auf die Strecke raus. Und jetzt haben wir natürlich keine H-Gang-Schaltung, sondern wir müssen mit den Schaltwippen hier schalten. Das soll uns nicht weiter stören. Wir probieren es irgendwie, dieses Fahrzeug zu beherrschen auf diesem historischen Track. So, rein geht's. Erste Kurve nach Startziel. Erste, zweite Kurve. Die kommt uns ja relativ bekannt vor. Allerdings haben wir hier sehr hohe Curbs. Also damals einfach unnormale Curbs, richtig hoch, richtige Sprungschanzen. Auch hier die nächste rechts, links, die man ja recht großzügig immer mitnimmt. Auch hier der Außenkurb geht es richtig hoch. Darf man nicht zu arg drauf kommen. Also hier kann man nicht viel Zeit gewinnen, eher mehr kaputt machen oder das Auto komplett zerstören, wenn man da zu hart drauf fährt. Auch die nächste links, rechts, da hat das Auto richtig aufgesetzt. Immer kurz richtig abgehoben und jetzt geht es auf die DRS-Gerade. Die heutige DRS-Gerade. So, hoch in den sechsten Gang bei 250 km/h. Wieder abbremsen, 100 Meter Schilden etwa. Runter, dritter Gang. Auch hier, die kennen wir auch. Ein bisschen zu schnell rein, bisschen zu früh oder auf dem Gas. Und jetzt zur Hairpin hin. Auch wieder sechster Gang. Und beim 100 Meter Schild wieder abbremsen bei ungefähr 250. So, erster Gang geht's durch. Und hier können wir relativ viel von der Auslaufzone mitnehmen. So, und jetzt geht's hier links an der Leitplanke vorbei. Ist heutzutage auch nicht mehr so. Nicht mehr so gefährlich mit der Leitplanke. Und hier geht es auf die DRS-Gerade. Und hier haben wir die Montreal-Schikane. Vollgas geht es hier einfach durch. Voll auf dem Gas stehen. Und jetzt auch, das ist ultra crazy. Einfach die letzte Schikane an der Wall of Champions. Vollgas durch die Schikane. Es ist unnormal, unnormal krank. Schnell geht es hier durch. Und jetzt gehen wir auf die allererste Runde hier. 100 Meter Schild abbremsen. Schauen wir mal, was uns hier gelingt beim allerersten Try. Der allererste Versuch. Aber 3 Stunden ist genug Zeit, um hier eine ordentliche Zeit rauszuballern. Mal schauen, ob wir direkt eine Zeit hinkriegen oder ob wir das Ding gleich in der Wand zerlegen. Vorsichtig erstmal. Erste Runde ein bisschen aufpassen auf die Curbs. Wieder hochschalten. Vierter Gang. Ganz nah an der Mauer vorbei. Einfach Beton links und rechts. Leitplanken. Wieder ein kleines bisschen zu spät gebremst. So, aufpassen. Nur nicht den Curb berühren. Sonst sind wir weg. Sonst sind wir echt weg. Vierter Gang nochmal. Mal schauen, wie viel km/h wir draufkriegen. Wir sind jetzt bei, ja, 260, 270, bevor wir hier wieder auf die nächste rechts, links. Auch hier wieder nicht optimal reingekommen. Bisschen, ja, ein bisschen besserer Ausgang als in der Outlap. So, nochmal zur Hairpin hin. So, und wieder haben wir 270 Sachen drauf. So, mit den Bremsen müssen wir noch ein bisschen gucken, wie hart wir auf die Bremse stehen können, ohne dass das Rad blockiert. Das Fahrzeug untersteuert auch ganz gern. Auch in langsamen Kurven rein. So, nochmal hochschalten. Wieder Vollgas durch. Das ist einfach so crazy, wie viel es hier Vollgas auf dieser Passage einfach durchgeht. Sechster Gang und hier einfach nicht abbremsen, sondern Vollgas durchheizen. 280 km/h und die erste Runde haben wir geschafft. Und es ist eine 1:21.7. Die war schon stark. Die war schon richtig, richtig stark. Da müssen wir gar nicht mehr so viel finden, Leute.
Da müssen wir echt nicht mehr viel finden. Die war schon echt unnormal gut. Und wir haben ein positives Delta. Aber Junge, wie krass war denn die erste Runde? Die Showrunde, die erste Vorzeigrunde, die war ultra krank gut. Da haben wir fast Sennas Zeit schon zerstört einfach. So, aber jetzt nochmal. Nochmal ein bisschen enger an die Curbs ranfahren. Und dann wieder ein kleines bisschen zu wenig Schwung raus aus der Kurve. Und das Benzin ist aus. Wir müssen tanken. Wir wissen jetzt natürlich nicht, wie viel Sprit Senna dabei hatte für die 1:21.6. Aber wir haben mal wieder Sprit für 4 Runden mit. Und wir sind jetzt schon in Runde 9 gleich. 9 Runden das Ganze schon versucht. Und bisher war keine Runde schneller als die allererste. Das sah gut aus. Das sah sehr gut aus. Wo ist die Sektorzeit? Oh, viel zu schlecht. Wieder viel zu schlecht. Das gibt's ja wohl nicht. Ich glaube, die Reifen werden langsam nicht mehr. Die sind nicht mehr gut. Mit den Reifen werden wir das wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Können wir neue Reifen draufpacken? Wir müssen, glaube ich, die Reifen wechseln. Oh, 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 oh. Ja, wir brauchen neue Reifen, Leute. Aber die Pit Crew wartet schon. Da sind sie. Fahren wir direkt rein. Komm, Jungs, macht neue Reifen drauf. Sehr gut. Einmal Reifen runter. Reifen, neue Reifen drauf. Und dann packen wir das. Jawohl, come on. Nochmal Vollgas durch die letzte Schikane durch. Oh, nein, nein, nein. Das war crazy. Beinahe richtig in die Wand gedonnert. Und es war nicht schnell genug. Es war wieder nicht schnell genug. Also eine Stunde ist in etwa vorbei, aber wir sind einfach nicht nah genug dran aktuell. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich bin absolut ratlos. Absolut ratlos. Wie ist denn diese Runde mit 1:21.7 gelungen? Wie haben wir die hinbekommen? Also nach der einen Vorstellungsrunde, nach der Outlap, die ja schon echt sehr stark war, habe ich nicht gedacht, dass das doch so eine harte Challenge wird, dieses eine Zehntel noch zu finden. Jetzt sind wir schon wieder in Runde 7. 22:0, sagt die Zeituhr. Wäre das Optimale. Jawohl, 4 Zehntel gefunden. 4 Zehntel auf einmal gefunden. Let's go. Gerade noch drin geblieben innerhalb der weißen Linie. 21:8. Wird angepeilt. Potenzial. Schaffen wir es diese Runde sogar schon? 21:6 müssen wir hinkriegen. Es wird nicht ganz reichen, oder? Es wird wieder nicht ganz reichen, vermutlich. Ah, das gibt's doch wohl nicht. Nein, es reicht wieder nicht. Nochmal neue Reifen. Macht nochmal neue Reifen drauf, Jungs. Ah, Reparatur läuft auch. Hä? Hallo, neue Reifen. Brauchen neue Reifen. Jungs. Nein! Brauchen neue Reifen. 21:3 wird angepeilt. Wo bleibt die Zeit stehen? 21! Nein! 21:9. Finally, come on. Kein Sprit mehr mal wieder. Sprit mal wieder leer. Das muss es sein. Jetzt aber. Jetzt, komm. Komm. Perfekt, perfekt. Fast perfekt. Wo ist die Zeit? 19, 20, 21, 1. Jawohl. Oh. Meine Handgelenke sterben. Das waren jetzt ungefähr knapp 40 Runden.
crazy. Ah, es war anstrengend, aber es hat funktioniert. Wir haben es geschafft. Wir haben Ayrton Senna Zeit auf dieser historischen Strecke geschlagen. Und man muss sagen, dass das Layout wirklich passend ist für die Zeit damals, 1988. Man kann die Zeiten fahren. Man kann auf jeden Fall die Zeiten auf diesem Kurs fahren. Aber es ist extrem schwer. Es ist schon sehr, sehr hart. Jo Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich bin Platt. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.